Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Monsters. Das muss ich nochmal umstellen. Und ich habe die Quarry einmal die ganzen Lava-Buckets durchlaufen lassen. Und habe auch wieder ein bisschen davon bekommen. Bin ich sehr stolz drauf. Das ist passiert, weil ich mal einen Fehler gemacht habe, einen ziemlich doofen. Denn ich habe einmal den PC runterfahren lassen und dann war die Quarry in der falschen Richtung, hab den Lava wieder reingetan, dann wieder den Befehl gegeben und dann ist sie einmal durch das ganze Ding durchgefahren. Nicht schön. Egal. Wir wollen jetzt wieder zurück an die Oberfläche und dafür müssen wir natürlich alles mitnehmen. Und es geht mir auf den Geist, dass die ganze Zeit dieses Ding da. Gunpowder brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wo braucht Zombie-Gehirne? So. Gibt es einen Shortkey für den Capsack? Das wäre geil. So, als erstes. Oh, Mossstone. Daraus könnten wir uns diesen Ball of Moss machen. Ja. Wäre gar nicht mal so schlecht. Als erstes wird wieder der ganze Cobblestone aussortiert. Und Mossy Stone geht, glaube ich, auch. Brauchen wir auch nicht. Boah, schreck mich nicht. Wir haben nämlich gerade 10 Uhr abends. Und die meisten in diesem Haus schlafen schon. Also muss ich. Scheiße, mein Schwert. Nein, gib mir mein Schwert. Gib mir mein Schwert. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Da. Gut. Und deshalb sollte ich hier auch etwas leiser sein. Als sonst, damit ich ja noch nicht aufwecke. Aber sonst, ja, wir haben ja noch immer in den Ferien und ich habe mir vorgenommen, jede Woche oder jeden Tag eine Folge aufzunehmen, also eine Stunde. Dann habe ich am Ende der Ferien so 70 Stunden, also 70 Folgen. Was schon mal gar nicht so schlecht ist, denn nach den Ferien geht es auf die zentralen Klausur zu und dafür sollte man dann auch üben und deshalb. Boah, Zombie, wo bist du? Dafür sollte man dann auch schon ein bisschen üben. So, deshalb sage ich, mache ich jetzt noch, weil ich gestern zweimal nichts gemacht habe, nehme ich heute noch was auf. Heute Abend. So. Und, ja, ich habe mir auch schon das nächste Projekt und das übernächste Projekt schon ausgesucht. Das ist nämlich einmal, wie gesagt, seit langer, langer Zeit schon ausgesucht. Metro Last Light. Habe ich mir schon ziemliche Weile vorgedrückt. Warum? Weil ich einfach nur Schiss davor hatte. Oder habe noch immer. Aber ich möchte das jetzt unbedingt mal spielen. Denn das soll richtig, richtig gut sein dafür, dass es von so einem ganz kleinen ukrainischen oder eher gesagt so einem ganz schwachen ukrainischen Studio gemacht wurde. Also die haben Call of Duty hat das Geld, was die da ausgegeben haben, allein für die Zwischensequenzen ausgegeben. Und die saßen da wirklich an Laptops auf Klappstühlen neben dem Stromversorger. Also das ist keine schönen Arbeitsbedingungen, aber sie haben trotzdem so ein geiles Spiel daraus gemacht. Und habe sehr gute Kritiken schon darüber gelesen. Deshalb sage ich mir,
spiele ich das jetzt einfach, egal ob ich mich zu Tode ärgere oder nicht. Es wird dann auch sehr, sehr wahrscheinlich garantiert sogar, sage ich jetzt mal einfach, garantiert sogar eine Facecam geben. Ich glaube, das wird dann ziemlich witzig. Was gibt's noch zu sagen? Ja, das werde ich vielleicht in der zweiten Ferienwoche dann in Angriff nehmen. Und dann morgens spielen, damit ich abends keine Albträume habe, wenn ich das nachts spiele oder sowas. Und dann auch keinem störe, weil alle außer Haus sind, außer ich. Denn ich habe ja Ferien. Ja, und mein Bruder, aber mein Bruder, der ist meistens unterwegs. So. Das hätten wir alles weg. Schön. So. Das kommt einfach. Alles da rein. So, 1, 2, 3, 4. Kohle ist gut. Gut, dass wir Lava verfeuert haben. Da haben wir die Kohle zumindest für unsere Anzüge. Können wir den Kohldust verfeuern? Ich stelle mal das Mikrofon etwas hoch, denn ich glaube nicht, dass man mich so gut versteht, wenn ich so leise rede. Das ist leider heute etwas unpassend und ich mache mal meine Mikrofonsteuerung etwas runter. So. Ja, was haben wir noch? Ach ja, und ich habe mir heute auch mein übernächstes Projekt schon gekauft und runtergeladen. Das wird Alice Madness Returns sein. Das habe ich mir auch schon angeguckt. Also die ersten 5 Minuten, ob das mit der Aufnahme gut geht und so weiter. Und es läuft hervorragend. Allerdings habe ich das bis jetzt mit Tastatur gespielt und das ist keine so gute Idee, habe ich feststellen müssen. Naja, egal. Ich spiele schon eben mit Controller. Auf jeden Fall die ersten 5 Minuten waren schon so ziemlich psychologisch zermalmend. Also stellt auf euch in den nächsten Monaten auf 2 schöne Projekte ein, die vielleicht auch noch etwas länger auf sich warten müssten, aber naja. So, ist hier noch eins drauf? Ja. So, soll ich das nehmen oder irgendwas anderes? Nein, ich nehme mal die Spitzhacke. So, hier passt jetzt nichts mehr drauf. Gut, aber immerhin Auto Repair. Ist doch schon mal schön. 98. Also 72 Ingots, das sind 8 mal Ingots. Habe ich hier vielleicht. Ich hoffe mal, dass man die nur von vorne öffnen kann. Schatz, kann ich mal wegtun. Was haben wir denn hier noch drin? So. Weg damit. Peter, das kommt weg. Nein. Kohle kommt auch nicht weg. So, dann kommt hier oben noch das rein, was wir noch haben. So. Haben wir hier noch St. Peter und so ein Zeug. Ja. Das war's. Gut.
Ich fürchte, wir müssten jetzt allerdings nochmal uns auf eine Reise begeben für Lava, für unsere Smeltery. Die hat auch schon gefülltere Zeiten gesehen. Könnte ich auf der einen Seite nochmal etwas auffüllen, aber das war es dann auch schon. Schade. Ah, übrigens, diese Soundkarte, die ich hier habe, die habe ich mal nachgeguckt. Die kann auch ziemlich geile Effekte machen. Ist mir mal aufgefallen. Oh, soll ich vielleicht jetzt nicht miteinander verbinden? Kommt sonst ein richtiger Scheiß raus. Zum Beispiel kann ich mich dann so anhören. Ich glaube, ich weiß nicht, wie sich das anhört. Hier steht auf jeden Fall nur Großmutter drauf. Kann es jetzt sein, dass ich mich so richtig schon kratzig anhöre, aber wir werden es ja selber merken. Oder auch ja. Mal den Ork an. Wie höre ich mich jetzt so an? Ich weiß es, ich glaube, so eine ganz tiefe Stimme. Ich weiß jetzt nicht, wie sich Orks anhören, um ehrlich zu sein. Haben wir hier noch was Schönes? Ihr werdet alle verflucht sein. Und ja, natürlich den Klassiker, den Roboter. Oh, scheiße. Ich habe jetzt den Elf an. Ich wollte aber den Roboter anmachen. Der Roboter. Hallo? So. Ich bin ein Roboter. Scheiße. Das ist jetzt natürlich